An mein erstes Grab kann ich mich nicht erinnern. Die Gräber meiner Kindheit verwischen zu einem einzigen Ablauf, der sich ständig wiederholt. Es existieren für mich keine Menschen, keine Namen in der Erinnerung, nicht das Verständnis für die Tätigkeit. Mein Vater gräbt ein Loch. Mehr ist es nicht. Der Rest ist Faszination und Neugier eines Kindes, das gute Gefühl, Teil sein zu dürfen, einen Beitrag zu leisten und zum ersten Mal wie ein Erwachsener behandelt zu werden, der Verantwortung trägt, arbeitet und einen Zweck erfüllt. Kurz nach 7 Uhr morgens kommen wir am Friedhof an und gehen zur Aufbahrungshalle, wo der Sarg bereits in der Kühlung liegt. Mein Vater nimmt ein Maßband zur Hand und kontrolliert die Breite. 68 cm an der Kopfseite, die auf 62 cm zusammenlaufen. Das ist die Norm, die je nach speziellen Modellen und Übergrößen variieren kann. Vor allem bei Griffen an der Truhe, die meist überstehen, müssen wir aufpassen, damit wir nicht zu eng graben. Aus der Totengräberkammer ziehen wir einen Anhänger, auf dem die Einzelteile unserer Erdkiste liegen. Vor dem Grab bleiben wir stehen. Stück für Stück bauen wir unsere Kiste auf, die sich aus schweren Eisenteilen für den Unterbau, zwei Holzböden und Wänden aus Aluminium zusammensetzt. Nachdem sie steht, gehen wir zurück in die Kammer und beladen die Scheibtruhe mit einer Rolle Dachpappe, zwei Schaufeln, einem Spaten, einem Krampen, einer Kelle, einem Kübel mit Hammer und Stemmzeug, einem Rechen, einer Axt, einem Besen und einer Messlatte. Mein Vater sticht als erstes die Blumen aus, während ich die Dachpappe auf die richtige Länge zuschneide und in der Kiste platziere. Ohne die Pappe würde die lehmige Erde beim Hinabkippen hängen bleiben. Vater zeichnet 80 cm in der Breite an und beginnt zu graben. Ich stehe daneben und warte auf Anweisungen. Reiche meinem Vater den Spaten, wenn er danach verlangt, gebe ihm die Axt, wenn die Wurzeln der umliegenden Bäume ins Grab gewachsen sind und fahre mit der Scheibtruhe ab, sobald er sie mit Erde, Steinen und allem, was nicht ins Grab gehört, gefüllt hat. 10 Scheibtruhen führe ich durchs Gräberlabyrinth, was in etwa dem Volumen eines Sarges entspricht und sonst beim Zuschütten einen zu großen Erdhügel hinterlassen würde. Mit der Zeit muss mein Vater kein Wort mehr sagen. Alle Bewegungen zwischen uns sind eingespielte Rituale. Ich starre gebannt ins Loch. Ein jeder Stich bringt Neues hervor. Die ersten Knochen, die ich sehe, gleichen abgebrochenen Ästen und haben nichts Fürchterliches an sich. Mir graust nicht vor ihnen. Meine Augen werden größer, wenn mein Vater auf die Tiefe des Sarges kommt. Totenköpfe sind für mich am faszinierendsten. Ich betrachte sie lange, wenn mein Vater einen, zwei, manchmal sogar drei auf die Kiste wirft. Mit einem Stock schiebe ich den Kopf hin und her, um ihn von allen Seiten zu sehen. Manche haben eingeschraubte Zähne, bei vielen sehe ich Narben auf der Schädeldecke. Gewisse haben einen feinen Schnitt von der Obduktion. Die Schädel liegen oft als Ganzes oder nur noch in Fragmenten vor mir. Ich sehe Augenhöhlen, Nasenwände, Unterkiefer und Ohransätze. Mache es mir zum Spiel, die einzelnen Knochen beim Namen zu nennen und sie selbst in ihrer gebrochenen Form zu erkennen. Die Oberschenkelknochen sind am einfachsten zuzuordnen und jene Knochen des Körpers, die aufgrund ihrer Größe und Dicke als letztes verwesen. Die Wirbel und das Becken sind auch schnell gedeutet, aber beim Rest wird es schwierig. Schienbein, Rippe, Elle, Speiche oder doch ein Schlüsselbein. Manchmal kommt mir der Gedanke, Doktor zu werden, alleine aus dem pragmatischen Grund, dass ich mir kein Skelett kaufen muss, weil sie so oder so hier am Friedhof herumliegen. Wenn ich von jedem Grab ein paar Knochen mitnehme, dann habe ich bald einen ganzen Menschen zusammen, wie ich denke. Aber meine Faszination geht über die Knochen nicht hinaus. Die meiste Zeit stehe ich schweigend neben dem Grab, brette Regenwürmer, die auf der Kiste landen, und sehe gebannt der Schaufel meines Vaters zu. Ich versinke in seinen Bewegungen, bis alles um mich wie in einem Weichzeichen erscheint und ich nur noch das Aufschlagen der Erde in der Kiste höre. Ich ergebe mich dem Rhythmus und lasse meinen Blick über die Gräber schweifen, während mir die Sonne ins Gesicht scheint. Namen, Jahreszahlen und kurze Grabinschriften. Ich verstehe sie nicht und kann aus ihnen nichts, schon gar kein Leben deuten. Nur mein eigenes Spiegelbild sehe ich im hochpolierten Stein. Ich verliere mich in Geschichten, die ich mir zu den eingravierten Namen ausdenke, bis mein Vater mich aus meiner Trance reißt, indem er sich mit einem Lächeln zu mir wendet. Na, was sagst? Tief genug? Ich weiß, wir haben die richtige Tiefe erreicht, wenn mein Vater im Loch verschwunden ist.
Er reicht mir seine Hand und ich ziehe ihn aus dem Grab. Auch Totengräber sterben. Als Kind kann ich mir das gar nicht vorstellen. Wer soll sie denn begraben? Alles, was ich besitze, ist meine Reisetasche voller Bücher und Notwendigkeiten. Nichts, was für die Arbeit am Friedhof geeignet wäre. In einem Schrank liegen eine schmutzige Hose, ein weißes Hemd, eine blaue Weste und die Arbeitsschuhe meines Vaters. Wir haben dieselbe Größe. Selbst seine verwaschene Altherrenkappe sitzt genau. Ich ziehe die Erdkiste aus der Totengräberkammer und beginne sie neben unserem Familiengrab aufzubauen. Die eingespielten Rituale mit meinem Vater nützen mir jetzt nichts mehr. Jedes Stück muss ich alleine tragen und einen eigenen Weg finden, aber es gelingt mir kaum, die schweren Metallteile auch nur anzuheben. Was mir damals so spielerisch erschienen ist, wird zur größten Qual. Ich kämpfe mit jedem Handgriff, verzweifle, als nicht so funktioniert, wie ich es gewohnt bin. Mein Vater hat es die ganzen Jahre, in denen ich schon fort bin, alleine geschafft. Warum gelingt es mir nicht? Mein Herz rast. Als die Erdkiste endlich steht, hole ich das Werkzeug aus der Totengräberkammer. Zunächst reiße ich die verwelkten Blumen aus und beginne anschließend zu graben. Es sticht sich leicht. Obwohl die Erde feucht ist, bleibt sie nicht an der Schaufel hängen. Der Schweiß rinnt bereits nach wenigen Wiederholungen über mein Gesicht. Der Puls schlägt immer höher. Ich kann kaum noch Atem schöpfen, aber grabe und grabe weiter. Eine Schaufel, noch eine Schaufel, ich gewinne einfach keine Tiefe. Es muss einen anderen Weg geben, habe ich als Kind stets gedacht. Dieses Schaufel für Schaufel, Stich für Stich System kann nicht alles sein. Während mein Vater gräbt und sich bis zur völligen Erschöpfung mit der lehmigen Erde ablag, versuche ich, unsere Arbeit zu revolutionieren. Ich denke in die verschiedensten Richtungen. Ein Laser vielleicht, wie ich ihn aus meinen Bilderbüchern kenne. Ich besorge mir einen Laser von irgendwo und brenne das Loch heraus. Aber was passiert mit der Erde? Verdampft sie einfach? Und womit schütte ich das Loch wieder zu? Ich mag den Ansatz des Gedankens, aber die Ausführung, naja. Vielleicht ein Gestell aus Eisen, das den Umriss des Grabes hat, man in die Erde sticht und wieder herauszieht. Ähnlich dem System von der Weihnachtsbäckerei der Großmutter. Ich denke, ich könnte ein Grab genau so ausstechen, wie die Oma die Grabfrau. Aber auch dieser Gedanke verliert sich in die praktische Unmöglichkeit. Ein Bagger wäre die einfachste Lösung, aber dafür ist unser Friedhof zu chaotisch angelegt und zu wenig Platz zwischen den Gräbern vorhanden. Was hätten sie jeden dort begraben, wo er umgefallen ist? Wie mein Vater ständig sagt und anschließend in einen seiner endlosen Fluchmonologe ausbricht, wenn er mit dem Ellbogen, meist genau beim narischen Bein, gegen die viel zu kurze Grabeinfassung oder eine überstehende Grundfestung stößt und dabei über die Hirnlosigkeit der früheren Friedhofsarbeiter schimpft, sowie die Erdkonsistenz mehrmals als sogenannten Hurendreck bezeichnet. Ich grabe und grabe. Es scheint aussichtslos, bis ich unmerklich die Phase überwinde, jeden Stich zu zählen und mich nur noch auf die Bewegung einlasse. Jeder Schmerz, jede Überanstrengung wird zum Teil eines Ablaufes, vom Hinabstechen bis zum Wurf der Erde, die an der Wand der Kiste aufschlägt. Ich sehe es nicht mehr von außen wie bisher in der Figur meines Vaters, sondern stehe selbst im Grab. Es ist ein ganz anderer Blick, eine völlig andere Wahrnehmung, meine Hände am Holzstiel, mein linker Fuß, der das pfeilartige Eisenblatt der Schaufel hinabdrückt und mit einer zügigen Bewegung, in der ich gleich in die Knie gehe und meinen Rücken wie einen Bogen spanne, werfe ich die Erde auf die Kiste und wieder von vorne, als würde die Zeit mit einem Mal langsamer laufen, keine Gedanken mehr, sondern nur dieser Tunnel, der wie Scheuklappen alles andere von mir abschottet. Ich schmecke das Salz auf meinen Lippen und besiege die Müdigkeit in meinen Muskeln mit dem Akkord der Arbeit, grabe mich in einen Zustand der Trance, erreiche den Moment, in dem das Graben zum ganzen Kosmos meines Seins wird und nichts anderes zu existieren scheint, bei jedem Nachlassen der Spannung. In dem Moment, an dem sich die Erde von der Schaufel trennt, entsteht dieses seltsame Gefühl von Glück. Ich gelange an meine körperliche Grenze und überschreite sie. Grabe weiter und weiter. Erst, als ich hinabsteche und ein dumpfes Geräusch höre, das mich zurück in diese Realität befördert, höre ich zu graben auf. Der Sarg. Ich
fahre mit der Schaufel am Deckel entlang und lege das Holzkreuz frei. So viele Jahre sind vergangen, aber die Truhe scheint noch völlig intakt zu sein. Ich sehe die Blumenverzierungen von damals und das Bild des letzten Abendmahls an der Seite, das jetzt von einer grünen Substanz überzogen ist. Fast 20 Jahre sind seit dem Tod meines Großvaters vergangen. In der Regel dürfte nichts mehr von seiner Leiche übrig sein, aber in diesem Friedhof schreibt die Erde ihre eigenen Gesetze. Je feuchter und lehmiger der Boden, desto höher die Verwesungsjahre. Ich habe es oft genug gesehen und weiß, würde ich die Bretter jetzt wegreißen, dann läge vor mir diese undefinierbare Substanz, die sich mit dem schwarzen Erde vermischt hat und keine Unterschiede mehr zulässt. Ich gehe in die Knie, um einen Stein aus der Kopfseite zu ziehen und vernehme einen süßlichen Geruch. Der Hohlraum des Sarges ist eingebrochen, die Reste meines Großvaters liegen eingequetscht und versiegelt wie ein laminierter Leichnam im feuchten Grab. Nein, in diesem lehmigen Boden ist keine Auferstehung möglich. Nichts verwest hier. Ich überlege kurz, ob ich mit dem Krampen ein paar Löcher in den Deckel schlagen soll, um das Vakuum zu lösen, das meinen Großvater in dieser hinausgezögerten Endlichkeit hält, aber er lasse es sein. Mit dem Spaten steche ich die Seitenwände gerade und kontrolliere die Länge mit der Messlatte, damit es beim Hinablassen keine Probleme gibt. Die restliche Erde drehte ich am Sarg meines Großvaters fest, um ihn vor den Blicken der anderen zu verbergen. Sein Grab haben wir nicht selbst ausgehoben. Zwar haben wir die Kiste aufgestellt und sind daneben gestanden, aber das Loch hat der Totengräber aus dem Nachbardorf geschaufelt. Den Anblick, jemand anderen graben zu sehen, hat Vater kaum ausgehalten. Ich habe ihn nie gefragt, warum er es nicht selbst tun wollte. Ich bin nicht bis zu unserer üblichen Tiefe gekommen, aber für meinen Vater reicht es noch. Er ist der Letzte unserer Familie, der hier begraben wird. Mit Wasser aus einer Gießkanne wasche ich mir den Schweiß vom Gesicht. Eine alte Frau, die mich graben gesehen hat, tritt auf mich zu und fragt, wie lange es wohl dauert, bis der Sarg einbricht. Was sage ich ihr? Sage ich die Wahrheit? Wenn jemand fragt, was ich gesehen habe? Sie sehen, das waren jetzt zwei Teile aus dem Roman, die unmittelbar aufeinander bezogen sind, die sich mit dem Gleichen beschäftigen. Das eine ist, der Bub ist dabei, wie der Vater als Totengräber seine Arbeit verrichtet, er ist Beobachter, er ist Gehilfe, er schaut zu, macht sich seine Gedanken. Und Jahrzehnte später, der gleiche Friedhof, der Vater ist tot, das ist der Sohn, der das Grab für seinen Vater schaufelt. Eine Parallelgeschichte, eine Spielgeschichte, die auf diese Art gelöst ist. Jetzt habe ich bei diesem Buch sehr schnell den Eindruck bekommen, dass ein Buch geschrieben werden musste. Das ist zwar ist da eine Art von Dringlichkeit dahinter, dass du das Gefühl hast, da hat einer was loswerden müssen, da geht es um was und das muss jetzt die Literatur lösen. Ist das so? Ja, es hat so mit den Jahren eine gewisse Dringlichkeit entwickelt oder so. Es ist ja, es ist ein großer Teil davon, also halt meine eigenen Beobachtungen so, und da stecken halt meine ganze Kindheit, meine letzten 30 Jahre am Friedhof dahinter. Und irgendwann, als ich mal eine Schreibkrise hatte und das mit dem Theater nicht so richtig vorangegangen ist, habe ich dann gedacht, was schreibe ich jetzt? Und dann haben wir irgendwann ein Grab ausgehoben und dann haben wir gedacht, dann war einfach dieser Moment da und ich habe mich hingesetzt und einfach mechanisch geschrieben, ohne jetzt viel nachzudenken, was wir machen, um ein Grab auszuheben. Und das hat irgendwas, diese eine kleine Geschichte, die hat damals geheißen Otto, hat dann irgendwie einen ganz anderen Denkprozess ins Laufen gebracht und dann durch diese eine mechanische aufgeschriebene Prosa-Geschichte haben sich diese ganzen Erinnerungen freigekratzt in mir und die habe ich dann einfach in einem ersten Rausch von 3 Monaten alles niedergeschrieben und das war jetzt vor ungefähr 3 Jahren oder so. Dann ist diese Geschichte jetzt
der Urnebel dann so 2 Jahre einfach gelegen. Und dann habe ich gemerkt, das muss etwas anderes sein, weil ich wollte auch keine Autobiografie oder sonstiges schreiben, sondern ich wollte mit diesem Buch auch etwas sagen. Und das zentrale Thema von diesem Buch, wie ich das empfinde, ist halt, es geht ja um diesen Protagonisten und eine nicht geleistete Trauerarbeit hat. Und dadurch, dass es nicht gelernt hat, was es heißt zu sterben, was es heißt zu trauern, ist er in diesen Strudel des Vergessens hineingekommen. Und aus dem kämpft er sich oder probiert sich langsam herauszukämpfen.